Einen wunderschönen guten Morgen, Sonntag, der 15. Oktober, 8 Uhr oder 10 vor 8 morgens. Bin gerade mit dem Auto unterwegs, hier so ein bisschen auf eine kleine Bergerhöhung, um den neuen Copter DJI Mavic auszuprobieren in der Morgendämmerung, wenn hier noch alles schön im Nebel liegt. Und in diesem Vlog probieren wir mal so ein bisschen aus, was der Mavic so alles kann. Aber jetzt starte ich erstmal, bevor die Sonne aufgeht. Danach müssen wir noch ein paar Sachen beim Lunk hier auf dem Bau erledigen und dann können wir uns noch mal so ein bisschen mit den Flugmodi beschäftigen, die der Mavic so alle hat. Auf geht's! Mittlerweile 9 Uhr. Wir sind auf dem Weg zum Lunki auf die Baustelle und jetzt wird ein bisschen geschaufelt im Matsch. Yes! Moin! Was haben wir hier? Oh, gucken Sie, mein Schatz. Frisch geduscht beim Lunki aus dem Erdloch und jetzt geht's mal ein bisschen an die Drohne. Und zwar habe ich jetzt alles, was ich zum Fliegen brauche, dabei in dieser verdammt geilen kleinen Tasche. 3 Akkus, Fernbedienung, Drohne, alles drin für 1,5 Stunden Flug. Das ist schon echt genial. Wir haben jetzt hier einen Startpunkt gefunden, Tasche dabei. Den Link zu der Drohne findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Dazu gibt es noch ein Ladegerät, wo ihr alle 3 Akkus auf einmal laden könnt. Das seht ihr hier nochmal. Das ist das Dreifach-Ladegerät, da kann man 3 Akkus gleichzeitig laden. Und alles, was wir brauchen zum Start, ist diese Tasche. Da ist die Drohne drin, die Fernbedienung. Hier ist noch ein Akku und da ist noch ein Akku. Als nächstes müssen wir die Fernbedienung aufklappen hier unten. Da können wir dann das Handy einstecken. Das sieht dann so aus. Den Schutz hier noch ab. Der Schutz ist übrigens auch von Amazon, den gibt es nicht dabei. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Antennen aufklappen, Fernbedienung einmal drücken, nochmal drücken, dann startet die. Die DJI-App starten. So, als nächstes bereiten wir den Kopf davor. Einmal da ausklappen. Propeller sollte man auch auseinander machen, weil es sonst sehr unwuchtig ist. Die anderen beiden Propeller werden nach unten ausgeklappt. Zack. Und wir sind fast einsatzbereit. Hier vorne der Schutz von der Kamera muss noch ab. Das sind auch 1-2 Teile.
So, ich weiß nicht, ob man sieht. Jetzt mache ich mal Active Track. Jetzt hat er unser Auto hier erkannt. Jetzt kann ich mal auf Aufnahme machen. Jetzt filmt er und jetzt drücke ich Go und jetzt verfolgt er uns. Tobi, fährt mein Auto? Fährt. Oh, Tobi, nicht so schnell. Aber der ist noch, wir sind noch voll dabei. Jetzt haben wir hier nur ein Pferd. Ich hoffe, das geht nicht durch. Aber er verfolgt uns. 1A. Krass, ne? Ist direkt über uns, oder? Ja. Guck mal. Ohne, dass du irgendwas machst. Ich mach gar nichts. Ich muss stehen bleiben. Wird doch stehen. Guck mal, macht Vollbremsung. Ich rückwärts fahre. Dann fährt er auch rückwärts. Fahr mal rückwärts. Ich kann sogar einstellen, dass er sich noch um uns drehen soll. Soll ich mal machen? Hm? Oh, jetzt ist er raus. Stopp, wir sind raus. Jetzt hat er uns verloren, jetzt haben wir ihn verarscht. Jetzt sagt der, fahr mal ein Stück vor, der sucht uns. Es gibt nämlich noch verschiedene Modien vom Active Track. Wo sehe ich die denn? Ach, hier an der Seite. Einmal Trace, da verfolgt er einen wirklich. Profile von der Seite und bei Spotlight bleibt er auf einem Punkt stehen und verfolgt nur mit der Kamera das Auto. Ich probiere jetzt erstmal Profile. Okay. Okay, wir sind am Start, fahren mal rüber. Gucken wir mal, was passiert. Der müsste eigentlich jetzt neben uns bleiben. Wo wackelt das hier? Macht da, ne? Ist immer noch neben uns. Und jetzt markieren wir unser Auto nochmal und sagen Spotlight. Jetzt versuchen wir mal den Modus Spotlight und machen wieder auf Aufnahme. Ich mache nochmal auf Aufnahme. Jetzt haben wir. Der müsste jetzt auf der Stelle stehen bleiben und dürfte uns nur noch mit der Kamera verfolgen. Aber der Kopter an sich müsste stillstehen und macht er auch, ne? Verfolgt nur unser Auto. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Einige Flüge heute absolviert. Leider nicht so viele, wie wir wollten, weil der Tag irgendwie doch wieder viel zu kurz war. Aber wir gucken uns jetzt mal ein paar Modien auf der Fernbedienung an, was der Mavic noch so alles kann. Ich habe natürlich noch lange nicht alles ausprobiert, aber ich denke mal, in den nächsten Vlogs wird der Mavic ja noch öfter fliegen. Also gehen wir jetzt mal zur Fernbedienung. Jetzt sind wir hier an der Fernsteuerung. Wir drücken jetzt an. Und jetzt schauen wir uns mal an die App. Ist die DJI Go App. Jetzt hört ihr im Hintergrund, der Kopter hat den Lüfter angeschmissen. So sieht das aus, wenn man die startet. Jetzt können wir hier auf Go Fly drücken. Und dann haben wir hier nochmal die Anzeige, wie es dem Kopter denn geht, ob der Kompass kalibriert ist, wie der Status vom Kompass ist, dem Sensor, den Reglern und so weiter und so fort. Die kann man sich halt nochmal alles angucken. Und so sieht dann schon die Oberfläche aus. Ja, ihr seht hier gerade meinen Keller. Da ist die Steckdose. Und jetzt meldet er uns hier, dass er kein Satellitensignal hat. Hier oben kann man theoretisch sehen, wie lange er noch fliegt. Da steht dann, sage ich mal, 20 Minuten oder noch 15 Minuten. Prozentanzeige vom Akku. Das Signal von dem Videostream. Der Empfang der Fernbedienung. GPS hat er im Moment nicht. Hier oben sieht man noch, welchen Flugmodus er hat. Hier kann man jetzt theoretisch starten. Oh, ups. Theoretisch starten auf diesem Button hier. Und worum es aber jetzt geht, wir wollten, ach ja, hier sieht man auch, dass ich gerade keine SD-Karte drin habe. Wir wollten uns ja jetzt eigentlich mal ganz kurz angucken, die verschiedenen Flugmodien. Und zwar, das ist halt der normale. Da gibt es hier die Möglichkeit von Quickshot. Okay, kann ich jetzt hier nicht auswählen, aber im Quickshot-Modus haben wir die Möglichkeit, einmal ein Droney zu machen. Das heißt, der Kopter fliegt von uns steigend weg. Das seht ihr jetzt hier mal im Beispiel. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Droney als Rocket zu machen. Das heißt, der Kopter filmt uns und steigt nach oben auf eine bestimmte Höhe, die wir vorher eingestellt haben. Die Aufnahmen sind alle fertig auf dem Handy bei Quickshot nachher. Also ich muss da nichts mehr machen. Auch schon die Beschleunigung, die ist schon automatisch drin. Der kommt genauso, wie ihr hier gesehen habt, kommt der Clip aufs Handy. Und dann gibt es noch den dritten Modus, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Da umkreist er ein und fliegt dabei immer weiter weg. Das seht ihr hier nochmal. Dann gibt es Active Track, das haben wir ja eben im Auto probiert. Tap Fly, das heißt, man drückt auf der Karte irgendwo hin, der fliegt dann dahin. Hier Gestensteuerung, die habe ich noch nicht probiert, die muss ich mal im nächsten Vlog oder so ausprobieren. Tripod Mode, da fliegt er einfach nur ein bisschen langsamer, ich glaube maximal 3 km/h, also der fliegt dann nur ganz, ganz langsam. Cinematic, da fliegt er halt auch langsam, aber wiederum ein bisschen schneller. Terrain Follow, das heißt, er erkennt automatisch den Untergrund und passt seine Höhe dem Untergrund an.
Point of Interest, das seht ihr hier jetzt gerade mal. Da umkreist er einen Gegenstand in einem Abstand, den ihr einstellen könnt, und in der Höhe, die ihr einstellen könnt, und in der Geschwindigkeit, die ihr einstellen könnt. Auch ganz interessant. Follow Me habe ich auch noch nicht ausprobiert. Waypoints, da können wir verschiedene Punkte auf der Karte anklicken, die er abfliegt. Homelock müsste sein, da verlässt er einen bestimmten Radius nicht. Kurslock, dieser Mode, wenn ihr den drin habt, dann könnt ihr den Kopter auf der Jaw-Achse, also so drehen, wie ihr wollt. Aber ihr habt diese Steuerung verändert sich nicht. Also der kann dann auch, wenn ihr den so gestartet habt und so wäre er dann vorwärts geflogen, kann er danach auch rückwärts stehen. Und wenn ich so mache, fliegt er immer noch in diese Richtung. Obwohl er eigentlich in die andere müsste, laut der Logik. Das ist Kurslook. So, damit ist der Vlog zum Sonntag diesmal zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Yeah, don't let that other man